Langsam, langsam, dreht mal Kupplung. Stopp, 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 stopp. Warum blinkst du links? Da hättest du recht. Aber guck mal, Verkehrszeichen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Dann mach das. Das heißt, in der Prüfung muss ich jetzt auch da rein. Du musst da rein. Ja, pass auf, bleib mal kurz stehen. Anliegen, wenn du einen Führerschein hast und du willst da drinnen zum Arzt was kaufen, jemanden besuchen, dann hast du ein Anliegen. Aber mit der Fahrschule haben wir kein Anliegen, darfst nicht rein. Das ist mit Anlieger gemein. Ja, Blinker, rein. Also du musst hier definitiv im ersten gehen. Ab 10 km/h kannst du das. Genau, guck an, wo du hin musst. Guck auf alle Fahrzeuge, wenn es passt, raus. So, und du musst die Fußgänger im Blick haben. Ja. Und jetzt musst du anhalten. Geht's ja. So, dann fahr weiter. Beim Abbiegen Fußgänger, aber also das Winken musst du machen, ja, ja. Aber wenn es nicht läuft. Also klüger ist es sowieso, bevor wir überhaupt reinfahren, die drüber zu lassen, ja. So, schau dir die Verkehrszeichen an. Lass mal einen zweiten. In 20 Metern Vorfahrt gewähren, Straßenbahn. Blinken musst du nicht, aber... Aber... Entschuldigung. Ja, und Spiegel. Mach nochmal. Ist ganz wichtig. Du triffst auf Schienen. Ja. Das gehört der Straßenbahn, ja? Ja. Und das ist ja eigentlich auch logisch, wenn du da drauf fährst, dass man da vorher vielleicht mal guckt, ne? Ja. Macht Sinn. So, jetzt haben wir aber hier vorne zum Glück nochmal. Guck mal, in 20 Metern Vorfahrt gewähren, Straßenbahn. Das heißt, Gas weg, Spiegel und einen wunderschönen Schulterblick. Und wenn natürlich eine Straßenbahn kommt, dann halten, oder? Ja. Nicht, dass du da reinfährst. Es knallt und du sagst, ich hab doch geguckt. Wir biegen hier rechts ab. Kupplung treten. Halten, schalten. So, wichtig ist jetzt hauptsächlich links. Ein bisschen einlenken. Vorsicht. Vielleicht nutzt du auch die Schaufenster da hinten bei dem Haus LVM mit dem Grün. Und jetzt ist frei, ne? Es spiegelt sich nichts. Und Schulterblick musst du auch noch machen. Dann kommt der Fußgängerüberweg. Das war mein ehemaliger Kollege. Ah, süß. Vorfahrtsstraße. Yes. So, jetzt wird es gleich haarig. Die nächste Möglichkeit bitte nach rechts. Die nächste Möglichkeit bitte nach rechts. So, da hält sie Jan allein mal an. Stopp. Wieso denn? Darfst du hier rechts? Nee, Fahrradstraße. Fährst du geradeaus? Guck bitte Überweg. Deswegen nächste Möglichkeit, musst du aufpassen. Oh. Jetzt fährst du hier rein und guck am besten immer vor dem Abbiegen nach dem Verkehrszeichen. Zone 30. So, wir biegen nach links ab. Spieglein, Blinker links. Komm, das geht hier gleich rein. Jetzt wird es richtig eng. Gegenverkehr Fußgänger. Die Fußgänger ist noch weit weg. Noch könntest du. Aber jetzt kommt der rote. Okay, ist alles gut. Aber du musst eben beides im Auge haben, ne? Ja. So, guck nochmal in die Spiegel. Deckel nochmal die Fußgänger und fahr jetzt an. So, und hier würde ich mir echt auch wünschen, wenn du einfach im ersten bleibst. Das ist schon recht extrem hier. Geh mal noch ein bisschen weiter rechts. Du musst halt hin und her gucken, ne? Weil der BMW hier, der orangefarbene, steht ein bisschen Richtung Straße. Ist im Übrigen sehr schöner. Der M4, wenn ich das richtig sehe. Das weiß aber nur der Sigi, ob das ein M4 war. Oh,
und nicht zu nah an das amerikanische Auto. Ach herrje, hoffentlich fahren wir hier nicht zur Prüfung lang. Das ist schon extrem. Da kriege ich ja richtig Herzklopfen. Das geht doch dann. Ja, aber trotzdem habe ich immer im Kopf, Gottes Willen, wann greifst du ein, wenn du irgendwo zu nah kommst, ne? Ja, okay, stimmt. Du machst das gut, das spricht dir doch gar keiner ab. Aber ich, liebe Prüfer, ich möchte dir bitte nicht lang. Bitte. So, weiter geradeaus. Guck mal, schöne Häuser hier. Der wartet jetzt auf mich. Der muss. Der muss, okay. Weil du eh mal drinne bist, ne? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn der jetzt reinfahren muss. Die Bedankerei mache ich immer. Ich bedanke mich natürlich, weil ich sehr höflich bin. Das machst du nicht. Du guckst nach vorne. Oh, die sieht das gar nicht. So, hier rum. Muss ich blinken nehmen? Na, blink. Wenn du dich fragst, mach an. Ja. Besser blinken als nicht zu blinken. Genau. So, wir fahren bis vor zur Kreuzung und fahren dann nach links. Jetzt können wir wieder ein bisschen schneller fahren. Spiegel im Blinker. Das Haus, was du hier rechts siehst, so sah es in der DDR immer aus. Na gut. Also so richtig. Vorsicht. Und noch was. Guck, wo du lang fahren musst. Diesmal auf den Gleisen, ja? Ja. Beschleunigen, dass du wegkommst. Komm. Schalten. Die nächste nach rechts, Spiegelblinker rechts. Ups. Zweiter Gang. Zweiter. Bleiben. Ja, und rum. Fußgänger, Radfahrer, neue Straße, neues Glück. Beschleunigen. Und die parkenden Autos sind dann Hindernis. Mhm. Mit Schulter. Ich glaube, hier bist du schon mal lang gefahren, das passt. Echt? Blinker aus. Der Wasserturm hier vorne, erinnert dich das nicht an irgendwas? Ja. Mit so einer Trennlinie, sagt dir das was? Das war, glaube ich, in der ersten Fahrstunde, Dienstag. Also doch, der Wasserturm. Wir biegen links ab. Ja, mal sehen, ob du dich dran erinnerst. Oh, ein Loch auf der Straße und du fährst rein. Ah, doch, ich muss ja in die Mitte fahren. Genau, also das heißt, wenn links frei ist, so wie jetzt, jetzt kannst du fahren. Weil von dem bist du abgetrennt. Genau, und das geht hier rein. Fahr, Herzl. Genau. Schalten, zack, zack. Spiegelblinker. Und rüber, da lässt sich rein. Das ist sehr lieb. Ja, ist Reißverschluss, ne? Wo du mich vorhin gefragt hattest, ob man das muss. Ja. Oder ob das prüfungsrelevant ist, wenn ich dann nicht gucke. Ja. Wir kamen ja vorhin von dahin. So, wir fahren geradeaus. Geradeaus fahren wir. Wir schauen uns Verkehrszeichen an, Fahrbahnmarkierungen. Großer Vorsicht, Konzentration, Stopp. Gucken, ganz langsam vorgehen, zügig gucken, das machst du sehr gut, sehr gut. Und wenn es passt, Gas, sehr gut, prima. Ja, musst du straffen, wir waren auch schon mal an der Einmündung, an der Kreuzung, ich glaube, wir sind dann nach links gefahren, muss ich wirklich konzentrieren. Mal langsam. So, jetzt hat er angehalten. Da fährst du weiter. Wir biegen rechts ab. Ich mache wieder das Bedanken. Du kümmerst dich um alles andere. Vielleicht trittst du doch die Kupplung rein, nimmst den ersten Gang. Den hat er nicht gesehen. Das ist mal wieder nur das enger lenken. Und dir muss gleich hier unten das rote Schild ins Gesicht reinplatzen, quasi. Hier sind so viele Stoppschilder. Naja, ich fahre viele an. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir fahren nach rechts. Und jetzt ist auch wichtig, denk dran, such nicht gegen das Auto fahren, such deinen Haltepunkt noch ein kleines Stück und stehen. 1, 2, 3. Links,
Fusis. Gesundheit. Danke. Die musst du auch. Mhm. Weiß nicht, ob die hier rüberlaufen. Machen sie nicht. Längst jetzt noch ein bisschen ein. Und fahren. An der nächsten Lichtzeichenanlage fahren wir nach links. Machst ein bisschen langsam, weil das silberne Auto und die Trennlinie, Vorsicht. Gegenverkehr, Fußgänger, wenn grün wird. Spur halten, Kreuzungsmitte. Vor dem roten schaffst du. Und vorsichtig Bus, wenn er abfährt, immer lassen, ne? Lass sie rüber. Halt an. Halt an, lass sie rüber. Da freut sie sich. Den lassen wir auch rüber? Ja, lass sie alle rüber. Und da kommt noch eine von rechts. Die hat sich gefreut. Die andere nicht. So, jetzt gehst du vor. Jana, ich möchte nicht, dass du vor dem Anhalten guckst, ob frei ist. Ja, aber jetzt kann ich gucken. Du hattest jetzt nur Glück gehabt, weil die Bahn kam. Also wenn da frei ist, vielleicht bist du ja auch anders, aber ich habe da schon recht viel erlebt. Mhm. Du musst halt dieses Maß finden, nicht zu zögerlich, ne? So, wir biegen nach rechts ab. Spieglein. Denk an Verkehrszeichen. Denk an die, die du beachten musst. Die nächste nach links. Sehr schön. Einmündung hebt Einbahnstraße auf, also Gegenverkehr, Fußgänger, ne? So, der steht und glotzt aufs Handy, also fährst du rum. Ich meine, ja, muss die, muss da fahren. Wir fahren nach rechts weiter. Hast du vorher einen Spiegel geguckt? Denk dran, setz das jetzt noch mal richtig korrekt um. Aber wie auch gestern manche in der Theorie gesagt haben, man kann auch die Handbremse anziehen, ne? Ja. Jetzt. Ich persönlich halte es vielleicht nicht so für nötig. Nee, ja. Weil wenn du vorher guckst und denkst nicht dran, siehst du auch die Handbremse nicht an. Ich weiß nicht. Ich finde, bei Schalt macht das mehr Sinn, weil man ja immer die Kupplung gedrückt hat. Mhm. Und dann noch gleichzeitig halt auch auf die Bremse drücken muss. Aber bei Automatik, finde ich, macht das keinen Sinn, weil man so oder so ja immer dann auf die Bremse drückt, als wäre es eine Kupplung. Du kannst ja die Handbremse nicht während des Rollens. Naja, das ist, ich weiß nicht. Also ich würde nicht sagen, dass das falsch ist, um Gottes Willen. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich wirklich besser. Nach links. Links, Ampel, Spur, Fußgänger.
So, Herzblatt, jetzt fahren wir nach links. Wen musst du beachten? Die von? Rechts. Wenn man schwer einsieht, ist wichtig, dass du ein bisschen mit rumlenkst. Weil nicht, dass du in den seine Spur reinkommst, weil du wirst sehen, das wird ja jetzt passieren. Du musst ein bisschen hier rumlenken. Gut, stopp. Genau. Und dann zack rum. Verkehrszeichen. Wir folgen dem Straßenverlauf. Das heißt, es geht rechts rum. Ja. Du musst nicht blinken. Wenn du es machst, ist auch okay. Okay. Weil das ist nur eine Kurve. Und mach langsam, weil es eng ist. Und viel an dem Quirl drehen. Oh, die schönen Sonnenblumen, wie sie die Köpfe hängen. So, du hast Vorrang oder nicht? Nicht. Du hast Vorrang. Ich habe Vorrang. Das ist Verkehrszeichen Vorrang. Okay. Also er muss warten. Okay. Muss das mit dem Verkehrszeichen nochmal angucken, in dem Heftchen. Ja. So, beschleunigen. Schalten. Da du ein bisschen die Kurve geschnitten, ne? Und weiter, der uns entgegenkam. So, und dann suchst du dir eine Möglichkeit zum Umkehren. Wir müssen das Auto drehen. Stell dir vor, du bist zu weit gefahren. Genau, gute Entscheidung. Erster Gang, Parkplatz. Gegenverkehr aufpassen, Fußgänger, Schleifpunkt. Mhm. Und erstmal nicht auf die konzentrieren. Rechtsfahrgebot halten. Mhm. So, und wie drehst du jetzt das Auto, dass wir wieder rauskommen? Ja, ne? Kannst du machen. Das wurde Babygruppe. Sieht so aus. Und was machen die? Bestimmt so. Yoga? Pilates. Also vorfahren? Nee, wieso? Vorfahren, rückwärts hin. Okay. Oder wolltest du vorwärts hin? Nee, ich dachte. Nee. Ja, doch, dachte ich. Und stopp. Du musst da jetzt nicht parken. Nur auf das Stück freie Fläche. Mhm. Also lenk straff mit 3F. Guck dich um. Der Blinker fehlt. Oh. Also auf, dass du den Bordstein nicht mitnimmst. Das passiert nicht. Also normalerweise, Jana, stopp mal. Die stehen jetzt zwar da dort, aber besser wäre gewesen, dahin und hier rückwärts rein. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Ja, ja. Das ist nicht falsch, was du machst, um Gottes Willen. Aber nicht, dass du das so im Kopf behältst, du kommst zur Prüfung hierher und dann ist die Parklücke vielleicht nur so und versuchst dir mit aller Macht irgendwas zu reißen. Ne? Okay. Also das ist alles in Ordnung. Okay. So, jetzt geh in den ersten Gang. Pass mit dem Einlenken auf, dass du nicht deinen Bordstein hier links mitnimmst. Mhm. Guck, ob jemand reinkommt, wie die rumhüpfen hier. Umkehren? Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Von da. Ja. Mensch, hast du heute schon was getrunken, Jana? Nein. Nur Saft und Tee. Nein, alles gut. Alles gut. Verkehrszeichen bedeutet? Rechts vor links. Gut, wir fahren also wieder weiter geradeaus. Mhm. Also rechts auch. Nee, das musst du in dir natürlich. Nee, das ist viel zu früh. Also, du schaltest bei 9 km/h im zweiten. Das war dumm gewesen jetzt gerade. Ja, dumm nicht, aber du musst schon auf 20 gehen. Ich meine, wenn man die Kupplung so sanft rausnimmt wie du, dann geht das auch mal. Aber wenn du die schnell rausmachst, ist das sofort aus. So, und das ist das Gegenschild. Jetzt musst du warten. Das bedeutet, du bist wartepflichtig. Noch musst du anhalten, wenn einer kommt. Ja. Noch musst du anhalten. Und jetzt bist du in der Engstelle drinne. Jetzt wäre es egal. Mach bitte langsam, dreh ruhig die Kupplung und geh in den ersten. Das ist hier sehr, sehr eng. Eng ist zwar gut, aber nicht im Straßenverkehr, stimmt's? Ja. Ach so. Nee, so habe ich es gar nicht gemeint. Was machst du denn jetzt? Wolltest du schon wieder schalten? Ja. Du schaltest wo gern? Keine Ahnung. So, Zone 30 zu Ende. Wir biegen rechts ab. Hast du in den Spiegel vorher geguckt? Nee, hast du nicht.
Wenn ich dich frage, weiß ich es eigentlich schon. So, guck, ob frei ist und fahren.